Was ist die mächtigste Waffe der Welt? Ich würde sagen, das ist die Manipulation. Genau, aber wie geschieht sie? Nämlich die Geschichte ist die Waffe. In der Hand eines gekonnten Chronisten kann aus einem Schurken ein Held werden. Denn wie Jesus selbst gesagt hat, die Pharisäer haben vor uns das Wissen verborgen. Sie haben es irgendwann erhalten und haben es verborgen. Wir finden die wahre Weisheit heute nicht mehr in der Bibel, leider. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute sprechen wir mit dem lieben Hans-Peter aus Paraguay aktuell. Und wir haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht, nämlich die Bibel, weil sehr, sehr viele Menschen sich immer wieder die Frage stellen, sollte man die Bibel wörtlich nehmen? Wie sind überhaupt diese Informationen in dieses Buch gekommen? Ist das wirklich alles von Gott? Wie ist das gerade im heutigen Kontext zu bewerten? Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen der evangelischen und der katholischen Kirche und so weiter. Und du bist ja sowas wie ein Bibelforscher, kann man sagen, ne? Nach 40 Jahren würde ich das so behaupten, Okay, ja. super, super. Das heißt, du kennst dich wirklich aus und dann lass uns doch da mal einsteigen. Und meine erste Frage an dich ist, wie ist denn die Bibel überhaupt entstanden? Naja, Schriften, alte Schriften über Weisheit, über Wissen wurden ja schon immer geschrieben. Ob das im alten Sumer war, ob das in Südamerika, in Mesoamerika war oder sonst wo. Die einzige Frage, die sich stellt, warum nimmt man eine ganz bestimmte Schrift, bestellt sie in das Zentrum aller Dinge? Das wäre eigentlich eher so die Frage, die daraus resultiert. Gut, ich glaube, die Frage kann sich jeder deiner Zuschauer und meiner Zuschauer von selbst beantworten, weil es ist offensichtlich. Wir wissen, Teile und Herrscher, dass dieses Motto schon seit Jahrtausenden existiert, nicht erst ein Motto der Neuzeit ist. Schriften werden schon immer dafür genutzt, zu kontrollieren, zu manipulieren und zu beeinflussen. Ich drücke es mal in einem Satz aus, in einer Frage. Die Frage lautet, was ist die mächtigste Waffe der Welt, Matthias? Ist es die Erfindung des Feuers, das Schwert? Sind es Schießpulver? Was ist die mächtigste Waffe der Welt? Ich würde sagen, das ist die Manipulation. Genau, aber wie geschieht sie? Nämlich die Geschichte ist die Waffe. In der Hand eines gekonnten Chronisten kann aus einem Schurken ein Held werden. Und es können Realitätskonstrukte erzeugt werden, die unsere Zukunft bestimmen. Welche Waffe vermag die Zukunft so massiv zu verändern, wie die Geschichte, die gefälscht wurde und wird, immer und immer wieder? Das beweist die Neuzeit, ob das die Kriege sind, die geschehen sind und die Hintergründe derer. Das geschieht aber schon seit Jahrtausenden von Jahren. Denken wir an die ganzen Bücherverbrennungen, wozu der 30-jährige Krieg genutzt hat. Man will Kultur zerstören. Nach dem 30-jährigen Krieg war über unsere deutsche Geschichte fast nichts mehr übrig, außer die Erzählungen von Tacitus, von denen wir auch nicht wissen, ob sie im Kloster Höxter im Mittelalter weitgehend verändert wurden. Zu einem Geschichtsbild, das zu uns passen sollte, der Barbaren. Dabei haben wir eine ganz andere Vergangenheit. Warum will man die vernichten? Und auch in der Bibel gibt es Antworten darüber. Es ist sehr spannend. Also Schriften wie die Bibel, wie gesagt, gab es schon immer. Ich glaube, jedes Volk hat irgendwelche Schriften oder Grundlagen oder Weisheiten oder Weisheitsbücher, Wissensbücher, ob sie es als Religion oder nicht bezeichnet, ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Aber es ist auch gut, dass sie es gibt, wenn sie wirklich wahre Inhalte haben. Denn wie Jesus selbst gesagt hat, die Pharisäer haben vor uns das Wissen verborgen. Sie haben es irgendwann erhalten und haben es verborgen. Wir finden die wahre Weisheit heute nicht mehr in der Bibel, leider. Sie wurde verdreht. Es sind so Ansätze drin, okay? Aber es soll nicht dazu dienen, dass wir zur Erleuchtung kommen oder dass wir zu höheren Sphären kommen oder die Anbindung, die wahre Anbindung an Gott finden, weil die soll ja durch den Pfarrer geschehen oder durch den Katholiken oder den, ne, wer auch immer, den Mittler. Ja, das ist ja die Botschaft, die wir heute haben. Ja, und wie ist jetzt die Bibel entstanden? Aus unzähligen verschiedenen Schriften. Wie bei allem. Es müssen wir unterscheiden zwischen dem Alten Testament natürlich und dem Neuen Testament. Ich muss dazu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das Alte Testament erzählt von einem ganz anderen Gott als das Neue Testament.
Das erzählen, das lesen wir auch in den Aussagen Jeschuas. Mein Gott ist nicht euer Gott. Euer Gott ist ein Gott des Totschlags, des Mordes und der Sünde und meiner der Liebe. So, der Gott des Alten Testamentes, ich empfehle keinem Menschen, der Kinder hat, das als Abendlektüre zu nehmen vor dem Schlafengehen. Ich glaube, die kriegen echt Albträume. Leute, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist wirklich noch sanft ausgedrückt. Was dort an Mord, Totschlag und gewissenlosen Abschlachten stattfindet, sucht seinesgleichen. Abgesegnet von einem, der sich Gott nennt und keiner ist, das sage ich dazu, keiner ist, ja, und um Taten zu rechtfertigen, um Taten zu rechtfertigen, die von den Menschen verursacht sind. Das hat mit Gott nichts zu tun. Und bezeichnet mich einen Heretiker oder nicht? Ich wäre dafür im Mittelalter verbrannt worden. Ich bin es auch ein paar Mal. Ich weiß das. Gevierteilt, Speere durch die Schulter, gekreuzigt, im Kerker bei Wasser und Brot eingesperrt, bis ich verhungert bin. Immer für den Glauben gestorben, aber das ist vorbei. Wir leben heute in einer Zeit, in der jetzt die Klarheit, Reinheit und Wahrheit wieder gelebt werden darf. Und das ist die Qualität, die wir jetzt haben. Denn wenn, wie die Videos, die du auch machst, die sehr interessant sind über den Bewusstseinsaufstieg, auch mit anderen Gesprächspartnern, der uns bevorsteht, wenn der Bewusstseinsaufstieg im Kollektiv stattfinden soll, vom ganzen Kosmos, von der ganzen Natur, dann muss auch die Geschichte bereinigt werden. Dann müssen auch die alten Weisen, die alten Propheten wieder das Recht auf Wahrheit bekommen. Es muss die Wahrheit erst ans Licht, damit transmutiert werden kann. Und damit kann es ins Licht. Und das muss alles jetzt langsam. Und so haben viele auf Erden, viele Menschen, verschiedene Aufgaben, diesen Prozess dabei zu unterstützen von Mutter Erde und dem Kosmos. Und wie, also wer ist für diese Verdrehung in der Bibel verantwortlich? Überleg mal, wie immer das alte Atlantis. Viele erzählen im alten Atlantis, warum ist es gekippt, das ganze System irgendwann? Warum kam die Sintflut am Ende? Warum ist Atlantis untergegangen? Wir wissen, dass in den letzten Jahrtausenden die Priesterschaft die Herrschaft übernommen hat. Und immer wenn das geschieht, geht es meistens bergab. Wir wissen, dass es in Ägypten genauso war, als die Priesterschaft zu Amun, die Spenden der Leute irgendwann sich selbst vereinnahmt hat und nicht mehr den Armen gegeben hat, gierig wurden. Ja, genau wie es in der katholischen Kirche passiert ist. Die Priester gierig wurden, auch im alten Ägypten, dann kippt das System. Und dann versucht so einer wie Nofretete und Echnaton zu kommen und den Priestern zu Amun einen Streich zu spielen, was aber leider offiziell schief ging. Nach 17 Jahren wurden sie offiziell ermordet, aber sie hatten in den 17 Jahren etwas bewegt für das Christusbewusstsein, das seinesgleichen sucht. Das ist eine eigene Geschichte. Und so ist es in jeder Kultur, dass wenn Macht und Gier überhand nimmt, und leider sind es meistens immer die Religionen, die dazu instrumentalisiert wurden, weil sie allgemein gültig für alle sind und damit leicht steuerbare Instrumente darstellen. Ja, ich meine, gegen einen Politiker schießt du schon viel eher negativ als gegen einen Geistlichen. Irgendwie fühlen wir uns da viel zurückhaltender, ja. Es ist einfach ein Machtinstrument, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und die sind letztlich für die Fälschung verantwortlich, weil sie werden so gedreht, dass sie zu ihrem eigenen Vorteil sind. Oder eine Agenda, die zeitgemäß passieren muss. Was glaubst du? Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir das Alte Testament. Das ist ein Sinnbild für Dinge, weil das hat nicht Moses geschrieben. Die fünf Bücher Moses sind niemals von Moses geschrieben worden. Ich habe gerade ein Buch über Moses geschrieben. Und Moses hat es nicht geschrieben. Und Moses hat es mir selbst gesagt. Er erschien mir. Ich habe ihn auch gesehen. Er sprach auch mit uns. Und er hat mich beauftragt, das Buch über ihn zu schreiben. Sonst hätte ich es niemals getan. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Moses-Buch zu schreiben. Also hat sich seine Seele mit meiner verbunden und ich habe Anleitungen bekommen. Und das, was sich da ergeben hat, es ist unglaublich. Weißt du, er hat die nie geschrieben, die fünf Bücher. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Geschichte allein schon über Adam und Eva. Gott, in wie vielen Kulturen gibt es die? Weltweit. Entschuldigung, was hast du gesagt? Scheiße. Die Geschichte von Adam und Eva. In wie vielen Kulturen der Menschheit wird diese Geschichte same, same, but different erzählt? Und die katholische Kirche maß sich an, die einzig wahre zu sein?
Die katholische Kirche ist die 16. Religion nach 15 vorherigen, dessen Gott am 25., dessen Erlöser am 25. Dezember geboren wurde. Macht sie das glaubwürdiger? Macht sie es glaubwürdiger, wenn wir erfahren, dass die Göttin Isis aus dem alten Ägypten am gleichen Tag geboren werde, wie die katholische Kirche es für Maria sagt, am 8. September? Oder haben die abgeschrieben? Macht es glaubwürdiger, wenn wir erfahren, dass Jesus, genau wie Horus, 12 Jünger hatte? Horus hatte 12 Ruderer am Boot. Horus hat mit 12 das Auge des Horus zurückerhalten. Jesus mit 12 die Einweihung im Tempel. Horus wurde getauft von Anub, dem Täufer. Jesus von Johannes, dem Täufer. Horus wurde getauft von Anub, der geköpft wurde. Oh, Johannes wurde auch geköpft. Es geht 200 Argumente weiter über identische Geschichten über Horus und Jesus. Und Horus nannte man auch im alten Ägypten den Gesalbten, den Christos. Ach, schau da. Das kommt aus dem alten Ägypten und schreibt sich KRST. Auf vielen Gräbern und Särgen hat man es gefunden. Sie segneten auch, sie wurden getauft. Horus wurde auch genannt Ehesus mit Beinamen. Ach, schau da. Wer schreibt da von wem ab? Ist Christentum nicht das Christusbewusstsein? Bitte nicht verwechseln. Ist das Christentum, wie wir es heute kennen, einfach nur ein Zusammenmischen von alten keltischen Bräuchen? Denken wir an Ostara, Ostern und so weiter und so fort. Den Gegebenheiten drumherum, den Weihnachtsbaum, ägyptischen Lehren und noch einigen anderen. Ist es einfach etwas zusammengeschustertes Neues, um Menschen zu kontrollieren? Denn danach sieht es aus. Wenn wir ins Alte Testament schauen, geht es weiter. Die Geschichte der Sintflut. Noah. Das Buch schreibe ich gerade. Es hat jetzt schon 500 Seiten. Noah. Hieß Noah. In der Bibel, der hieß nie Noah. Ich meine, ganz ehrlich, wer sagt, dass der Noah hieß? Bei den Griechen hieß er Deukalion. Bei den Sumerern hieß er Ziusudra. Er hat in jeder Kultur der Erde einen anderen Namen. Diese Geschichte gibt es überall. Selbst die Hopis erzählen sich die Geschichte von Noah, nur in einem anderen Namen. Auch das Aussenden der Tauben, all das findet dort drin Anwendung. Das heißt, wir finden Textpassagen, die fast identisch sind. Und das spricht dafür, dass dieses Ereignis A niemals im Mittleren Osten stattfand. Man hat hier Dinge verortet, die niemals dort geschehen sind. Ich habe die Beweise dafür, wo es wirklich stattfand. Es hat mit dem Untergang von Atlantis zu tun, es hat mit Helgoland zu tun, es hat mit der Nordsee zu tun, mit dem Untersberg und noch viele andere Informationen, die wir haben. Selbst in den alten Texten der Sumerer steht drin, oder im Buch Henoch ist es auch beschrieben, dass als in das Land Ararat, da wo die Arche gelandet sein soll, ein Bote ausgesendet wurde, war er vom Ursprungsort 7 Gebirgszüge entfernt. Es kann niemals im Nahen Osten gewesen sein. Wir haben alle Hinweise gefunden und einfach nur eins und eins zusammengezählt. Und selbst wenn ich von 10 Punkten in 2 nicht 100% richtig liege, sind die anderen doch wirklich revolutionär. Und es muss jetzt Ja, neu erzählt wie hast du diese Informationen gefunden? werden. Durch Noah. Er Also selbst. wurden dir praktisch durchgegeben, oder? Also es ist wirklich so, ich schreibe ein Kapitel, gucke hinterher drauf und denke, habe ich das geschrieben? Nie im Leben. Inhalte drin, aber dann kriege ich Eingabungen auch. Ich kriege Eingebungen. Das heißt, ich suche was ganz Bestimmtes und sage, gebt mir bitte jetzt den Hinweis und bitte darum. Und ich werde innerhalb von Minuten zur Nadel im Heuhaufen geführt, wo ich nochmal Jahre für bräuchte. Und es macht mir es wirklich leicht, die Recherchen zu haben. Und ich sitze wirklich jeden Tag dann da und habe einen offen stehenden Mund. Von lauter Aha-Effekten und einem O. Unglaublich, was ich da entdecke. Es ist noch alles da, wenn wir wissen, wo wir es finden. Und das ist der Trick. Sie konnten niemals alles vernichten an Geschichte. Irgendwo ist es immer noch geschrieben. Irgendwo ist es immer noch erhalten. Das Wie heißt, gesagt, es ist auch noch physisch vorhanden auf der Erde? teilweise ja. Ja, okay. Es ist physisch vorhanden. Es sind diese Schriften physisch vorhanden. Die Archäologie zum Beispiel hat uns in den letzten 200 Jahren so viele Beweise geliefert, wie die letzten 2000 Jahre vorher nicht.
Du konntest es ja noch vor 100 Jahren überhaupt nicht überprüfen oder vor 200 Jahren, ob diese Angaben der Kirche stimmen und der Bibel. Wie denn auch? Wir haben heute das Internet, sämtliche alten Schriften. Ich kann mir heute die ganzen Amana-Briefe von Echnaton und den Litanien lesen. Übersetzt. Das ist doch eine so geniale Sache, die wir heute haben. Das war vor 50 Jahren noch undenkbar. Heute finde ich es raus. Ja? Heute finde ich es raus, weil ich kann diese Schriften und diese Schriftwechsel der Pharaonen lesen. Ich kann sie lesen, ohne nach Ägypten zu müssen, mir einen Übersetzer zu besorgen, zu gucken, wo liegen denn die Schriften, die heute meistens im British Museum sind, und da jahrelange Reisen zu unternehmen. Ich habe diese Informationen heute in einem Tag, wenn ich sie möchte. Wenn ich denn weiß, nach was ich suche. Okay? Und diese Eingebungen sind halt immer da und dann kommt Tang. Oder es kommt eine An oder es kommt durch Channelings aus der geistigen Welt oder durch Rückführungen, die wir gemacht haben. Eigene Rückführung, weil bei vielen Geschehnissen dabei waren, kommen Details hoch, die ich dann aber historisch prüfe, also den Abgleich mache. Und schau mal die Noah-Geschichte in Griechenland, wie gesagt, dieser Deukalion. Bei den Sumerern hieß er Tsiusutra. Seine Frau hieß dort Emsara. Noah wird in der Bibel seiner Frau nicht erwähnt. Ja, warum? Weil Frauen in der Bibel nichts zählen. Ja, das ist wirklich so. Und gerade im Alten Testament, sehr frauenfeindlich. Aber es gibt ein Evangelium, ein Apokryphes, die Schatzhöhle heißt das, da findet man den Namen Heital. Ich sage, man muss nur, wenn man weiß, wo man sucht, findet man auch. Und dann kann man es prüfen. Ja, wir finden sogar die Überlieferung im Buch Henoch, so wie bei den Sumerern, dass dieser berühmte Lamech, der von Adam und Eva abstammen soll, gar nicht der Vater von Noah war. Sondern Henoch sagt, dass er nie kein leibliches Kind von Henoch war. Dem seine Frau Batanasch ging fremd. Mit wem? Die Sumerer nannten ihn Enki, einen Gott, den Außerirdischen. Und Henoch nannte ihn Uriel. So Also nannte er ihn Engel. einfach nur. Er hat ihn für Engel gehalten, diese Wesen, genau. Ja, ob sie das waren oder nicht, ist an einem anderen Blatt geschrieben, aber er hat ihn dafür gehalten. Also wir finden immer wieder. Vor allem bei den sumerischen Keilschriften, in der baikalionischen Sage, sowie im Buch Henoch, finden wir die Sintflutsage viel ausführlicher als in der Bibel. Das Und heißt, das die macht. Bibel, das heißt, in der Bibel wurde größtenteils abgeschrieben von älteren Schriften und es wurden auch Tatsachen leicht angepasst oder leicht verdreht, kann man sagen. Immer, ja, immer. Gibt ja ein Beispiel, Zitat aus dem Neuen Testament: Selig sind die, die arm sind. Moment. Ich würde das nicht unterschreiben. Was bedeutet das? Dass du alles der Kirche geben sollst? Oder ist es eher eine metaphorische Geschichte? Also darüber könnte man ganze Diskussionsrunden an Abende verbringen und darüber sinnieren und kommst zu keinem gemeinsamen Nenner. Weil man einfach zwei Worte rausgestrichen hat. Selig sind die, die arm an schlechten Gedanken sind. Ach so, hieß es eigentlich. Ja, so ist es im Urevangelium von Matthäus. Zum Beispiel, also du siehst, was da manipuliert wird, im kleinen Rahmen schon. Und wenn einer behauptet, dass Gott die Hand auf die Bibel hält und niemals etwas verändert wurde, so Kommentare bekomme ich immer wieder, dann sage ich, wahrscheinlich sitzt derjenige jetzt nicht vor dem Video und schaut es an, weil das würde er sich nicht antun. Ja. Aber selbst wenn es einen gibt in eurem Kreis, der so denkt, der so tickt, die Kirche gibt es doch selbst zu. Wir haben zig Aussagen von Bischöfen, die das ganz klar selbst äußern. Oder denken wir an den heiligen Hieronymus. Der sollte doch damals die Einheitsbibel schreiben, die Vulgata. Was hat man rausgenommen? Die Reinkarnationslehre, die vorher 500 Jahre lang ganz normal Alltag war. Jesus hat die Inkarnationslehre gepredigt. Man hat die Tierliebe von Jesus herausgenommen. Man hat die Rechte für die Frauen rausgenommen, die Jesus gepredigt hat. Nein, aber sie wurde ja nicht verfälscht. Kann ja nicht sein. Also ihr seht. Es gibt mehrere Aussagen von höheren Geistlichen aus der Kirche, die zugegeben haben, dass die Bibel manipuliert wurde. Immer und immer wieder, immer und immer wieder. Ich beweise es ja auch in meinen Videos. Denken wir an den Codex Sinaiticus, der offensichtlich gefälscht wurde, auf dem heute viele Übersetzungen beruhen. Ja, die Geschichte dazu ist sehr interessant. Die kann man sich mal angucken, das Video. Also Codex Sinaiticus hieß der.
Eine Fälschung des Mittelalters oder der späteren Neualters, beim 18. Jahrhundert, über eine Schrift, die angeblich aus dem 4. Jahrhundert nach Christus sein soll. Erstunken und erlogen. Wieso kann der Vatikan uns keine Originale zeigen, nur Abschriften? So, und das macht es natürlich sehr spannend. Aber das Interessante ist ja auch, man macht es ja nicht nur, um zu kontrollieren. Du hast in unserem Vorgespräch, glaube ich, mal erwähnt gehabt, ich habe mal gehört, dass vieles sich in Deutschland abgespielt hat, ne? Also, wenn man Jussis Brüderbuch gelesen hat, weiß, dass sich sehr viel in unserem Bereich abgespielt hat. Es Und gibt dass ja der. sogar einen Ort, der in Deutschland der Jerusalem heißt, ne? Ja, klar. Oder auch Magdala, ja, und alles, ja. Aber weißt du, da bin ich vorsichtig, weil das heißt nicht, dass es aufgrund dessen so heißt, weil sie dort waren. Das Ah, kann auch okay. nach benannt worden sein. Okay. Ja, da wäre ich vorsichtig. Und die deutsche Magd ist ja auch so ein Begriff. Ja, kommt nicht von Magdalena, wie viele immer vermuten und behaupten. Die Magd, der Begriff, ist im Ursprung viel älter, auch dem Indogermanischen. Das war noch vor Jesus Zeiten. Magdalena bedeutet eigentlich ursprünglich Magad Helena oder Magad Selena. Es war ein Titel für eingeweihte Hohepriesterinnen. Antiken. Und sie war eine eingeweihte Hohepriesterin. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, ist, dass fast alle Namen von allen Protagonisten im Neuen und im Alten Testament gefälscht sind. Alle. Die haben so niemals existiert. Das ist heftig. Das heißt, das kann man auch nachprüfen. Das kann man nachprüfen. Warum macht man das? Gib dir ein Beispiel. Man bezeichnet einfach in der Bibel, weil man den Amoriter überfällt und die Amoriter vernichtet, ja, das Land Amuru, da kommt die Sprache Aramäisch her. Das war ein Land, in dem auch Riesen lebten. So, als man die vernichtete, hat man den König dort Bera genannt in der Bibel. Es gibt keinen König Bera überliefert. Da stimmt was nicht. Es gibt keinen historisch überlieferten auf irgendwelchen Tontafeln, Ziegeln, Briefen, Schriftwechseln. Und das ist mit allen Königen so, die benannt werden. Auch Abimelech aus Kanaan in Abrahams Geschichte, den gab es nie. Es gibt keine Überlieferung über einen König Abimelech. Heute wissen wir das durch die Archäologie. Das wussten wir vor 200 Jahren noch nicht. Da konnte man uns diesen Bären aufbinden. So, was hat es damit auf sich? Schau dir an, was bedeutet Bera übersetzt. Bosheit. Sie haben den Mann einfach Bosheit genannt, um ihn zu diffamieren. Wir überfallen jetzt dieses Land, wir töten alle Menschen und wir nennen den Typ Bosheit. Damit alle sagen, ja, der muss weg, der ist böse. Es ist immer eine Agenda, eine Propaganda hinten dran. Im Ersten Weltkrieg haben sie erzählt, dass deutsche Kinder essen in Belgien. Ja? Ich meine, wir kennen das Spiel, wie das läuft. Das ist nichts Neues. Oder der Mann, der Jesus den Speer in die Rippe gestochen hat, Longinus. Glaubt ihr ehrlich, dass dieser Söldner Longius hieß? Ist das Longius auf Deutsch heißt? Langwaffe, Speer. Der Herr Speer mit dem Speer. Sie waren sehr einfallslos. Josef von Arimathea. Arimathea. Ari ist der Edle, Ma ist die Mutter, die heilige Mutter, Mama, Maria. Ja? Arimathea, Thea ist Gott. Das Göttliche. Ja? So, Arimathea, der Edle. Der Edle, der Göttliche, der Mann und Frau und das Weibliche in sich vereint. Das heißt Arimathea übersetzt. Das ist ein Sinnbild. Es ist ein metaphorisch erfundener Begriff für eine Geschichte. Okay? So müssen wir das heute betrachten. Deswegen können die den nicht finden. Deswegen finden die auch die Archäologie keine Überlieferung, dass es einen Moses jemals gegeben hat. Ja, wie denn auch? Er hieß ja gar nicht so. Und das gleiche gilt dann auch für Salomo zum Beispiel. Von Salomo gibt es tatsächlich Überlieferungen. König Salomo, habe ich ja eigene Videos gemacht, das ist eine abgefahrene Geschichte. Da wird auch ja wieder gesagt, das ist ja ein aktuelles, sehr brisantes Thema, da müssen wir vorsichtig sein. Sie sind ja dabei zu sagen, sie wollen ihren dritten Tempel wieder aufbauen in Israel. Ne? Und haben da diese drei Kühe da oder die zwei Kühe da aus Texas geholt, diese roten, die so opfern wollen mit Brandopfern. Ich glaube nicht, dass ein gut liebender Gott ein Brandopfer verlangt in Form von Tieren, aber das ist eine andere Geschichte. Es geht ja um das Alte Testament bei denen. Und schau mal, es gibt keinen
einzigen, nicht einen, außer biblischen Beweis, dass der Tempel von König Salomo jemals in Jerusalem stand. Nicht einen. Aber es haben sich Wissenschaftler dran gemacht, ihn zu suchen. Und weißt du, was passiert ist? Es gibt hunderte von Indizien, Hinweisen und Evidenzien, die sagen, er stand in Spanien. Und zwar dort, wo wir heute in Granada die Alhambra stehen haben. Er war ein Teil der Alhambra. Und wenn du siehst, dass die damaligen Juden, die in Spanien gelebt haben, auch heute von Israel behauptet wird, die kamen ja von dort und sind nach Spanien. Nein, es gibt heute Beweise dafür, dass sie niemals vorher in Palästina waren. Erst später, weil der Name Ibri von ihnen, wie sie genannt wurden, wurde erst später in der Bibel erwähnt. Sie konnten gar nicht vorher dort gewesen sein. Also es wird viel verdreht, um Agendas, machtpolitische Interessen durchzusetzen. Überleg mal, was das bedeutet, wenn der Tempel von König Salomo wirklich in Spanien gestanden hat. Und jetzt schau dir mal die spanische Flagge an. Du findest neben dem Wappen links und rechts die zwei Säulen vom Tempel Salomos. Heute noch auf der Flagge von Spanien, Joachim und Boas. Wie abgefahren ist das denn? Und dann gibt es mittelalterliche Mönche, die vom Land Ophir berichten in der Bibel. Das Land Ophir war das Land, wo Salomo sein Gold her hatte. So, und der hatte das Land Ophir geortet und auf der Landkarte markiert, auf der Weltkarte im 16. Jahrhundert. Und wo war es? Im heutigen Peru. Und alle 3 Jahre kam ein Schiff mit Gold beladen bei König Salomo an. Weil sie über den Atlantik sind, mehr brauchten sie nicht, den Amazonas hinein und bis zum Ende, dann sind sie in Peru. Das hatten die Goten schon gemacht, das ist nichts Neues. Und dort haben sie ihr Gold geholt. Und sein Silber, er war ja unglaublich reich an Silber, König Salomo, wo hatte er das her? Man hat tatsächlich eine der ältesten Silberminen der Welt gefunden. Und wo ist die? Wenige 100 Kilometer entfernt von Granada im Süden von Spanien. Am Rio Tinto. Und das Geile ist, dass diese Mine einen Berg hat, der oben drüber sich erhebt, auf dem eine alte Siedlung ist mit phönizischen Keramiken. Und Salomo hatte viel Kontakt mit Phöniziern. Die haben seinen Tempel gebaut, die Phönizier. Die haben den gebaut für ihn mit Zedernholz und vielem anderen. Und der Tempel und dieser Berg und dieses Dorf hieß Mount Salomo. Und wir haben hunderte von diesen Hinweisen, auch archäologischer Natur. Das heißt, das ganze Geschichtsbild eigentlich kippt gerade vollständig und bricht in sich zusammen. Wir können eigentlich alles, was biblisch auch gesagt, gesprochen, benannt und beortet wurde, einer völligen Revision unterziehen. Das Und ist wirklich bahnbrechend. also, was ich mich halt frage, ist, was ist denn der, also warum wurde das so gemacht? Also warum wurde die Bibel so stark manipuliert und gefälscht? Also was wollte man damit bezwecken? Ich stelle die Frage indirekt. Frage dich, wen du auf dieser Welt am wenigsten kritisieren darfst. Du weißt, wer am meisten Unwahrheiten erzählt. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Das ist ein sehr feinfühliges Thema im Moment, gerade für ein öffentliches Video. Es ist schwierig, aber es geht immer um Interessen einzelner Gruppierungen oder jemand, der von sich behauptet, etwas Auserwähltes zu sein. Man spricht hier auch in Israel von einem nationalen Erlöser des Messias, der kommen wird. Es gibt keinen nationalen Erlöser, ihr Lieben. Jeder, der ein bisschen sachlichen Menschenverstand hat und ein bisschen Glauben in sich trägt und sein Herz offen hat, der weiß, dass die eigene Erlösung ja jeder in sich suchen muss und dass der Glaube an Gott, an den wahren Gott, den liebenden Gott und Jesus und wer alles so dazugehört, niemals eine nationale Erlösung darstellt, sondern immer eine individuelle. Jeder Einzelne muss und darf für sich entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und danach richtet sich auch die Ernte. Und das ist die Botschaft, die Jesus im Neuen Testament hunderte Mal erzählte. Warum erzählt ihr uns das Gegenteil immer noch? Warum? Dann wird verheimlicht, zum Beispiel auch,
die wahre Absicht dahinter. Man hat einen nationalen oder einen individuellen Erlöser, einen Messias, der am Kreuze gekreuzigt wurde, um für Sünden anderer zu sterben. Das ist niemals geschehen. Horus wurde auch gekreuzigt, neben zwei Dieben. Nur so nebenbei. Viele andere auch. Weißt du, wurde es hinterher besser oder schlechter nach der Kreuzigung? Da ist nichts mit erlöst worden von Sünden der Menschheit. Eine Erlösung von Sünden findet jeder nur bei sich selbst, in seinem eigenen Glauben. Das kann dir kein anderer abnehmen. Eigenverantwortung kann dir niemand abnehmen. Selbstermächtigung kann dir niemand abnehmen. Das siehst du sicherlich ganz genauso, Matthias. Und deswegen ist es eine Lüge. Wir lügen weiter, was das Zeug hält. Jesus stirbt doch eh wieder am Kreuz für uns, so ungefähr. Oder durch Ablassbriefe kaufen, oder welche Agenda auch immer hinten dran steckt. Er hat aber auch gesagt, tut es mir nach und tut noch Größeres. Achtung! Und hier haben wir den Hinweis, wie in alten babylonischen Schriften zu finden sind. Jesus kannte das alles. Der war in der Cheops-Pyramide eingeweiht. Der war in den Hallen von Amenti. Der war bei den Indern. Der weiß das alles. Ja? Der hat mit den Buddhisten gesprochen. Er war ja selbst mal Buddha 500 Jahre vorher. Er war ein Eingeweihter, genau wie alle Apostel und ihre Frauen auch. Alle. Und sie konnten alle Tote zum Leben erwecken. Das hat wirklich funktioniert. Sie konnten alle spontane Heilung verursachen. Sie konnten eine Quelle aus dem Boden sprudeln lassen. Und. Warum? Weil sie wussten, wie es geht. Und das ist das, was sie uns vermitteln wollen. Kommt wieder in eure Schöpferkraft. Tut es mir nach. Nicht schaut zu mir hoch als Idol. Und tut noch Größeres. Er hat uns doch verraten, dass wir zu noch Größerem fähig sind. Alle. Ja, alle könnten wir übers Wasser gehen, wenn wir wollten. Aber der Zweifel, der zieht uns runter. Immer und immer wieder. Und diese kirchlichen Agendas, diese Glaubensdinger, die führen immer wieder dazu, dass wir das nicht können, weil man uns die okkulten Mysterien des Kosmos nicht erklärt. Wie sollen wir dahin kommen? Und das ist, glaube ich, jetzt gerade die Zeit der Aufklärung, in der wir immer Stück für Stück diese alten, okkulten Sachen langsam wieder ans Tag fördern. Das ist auch der Grund, guck mal, warum mein Jesus-Buch und das Thomas-Buch fast 600 Seiten jeweils haben. Es geht mir nicht allein um die Geschichte, lieber Matthias. Nicht allein um die Geschichte. Um was geht es primär? Um die Botschaften darin. Ich habe uralte Weisheiten, von denen ich sehr viel halte, ob die aus dem alten Sumer, aus Assyrien, aus dem Iran kommen, auch von Zarathustra, alle mit hineingenommen oder aus dem alten ägyptischen Totenbuch mit hineingenommen, weil es Weisheiten fürs Leben sind. Weil wir dadurch unseren persönlichen Entwicklungsprozess beschleunigen können, erweitern können und wir haben tausende von E-Mails aufgrund der Bücher, die das bestätigen, dass es Menschen auf dem Weg massiv geholfen hat. Und ich glaube, es geht eher um die Botschaft. Es geht nicht immer darum, ob ich wirklich jetzt weiß, dass Jesus in Wirklichkeit nämlich Gaius Lucius Caesar hieß oder sein Bruder Matthäus wieder anders hieß, dass sein Vater Drusus hieß, Josef mit bürgerlichem Namen, dass Maria Magdalena Julia die Jüngere hieß und die Enkelin von Kaiser Augustus war, was wirklich stimmt. Aber darum geht es eigentlich gar nicht primär. Das sind so Aha-Effekte der Geschichte, wo wir wieder dann so Erkenntnisse gewinnen und sehen, ach, guck, da haben sie uns wieder veräppelt oder was auch immer. Oder dass die Kreuzigung in Wien stattfand. Ja? Und die 12 Apostelzeche haben wir jetzt herausgefunden, dieser Josef von Arimathea war der Besitzer dieser Zeche. Deswegen war der geheim damals und kam erst zum Schluss dazu. Weil in der Bibel spricht man von einem manchmal Kaufmann, dann von einem jüdischen Priester, einem Rabbi, dann wieder von einem angeblichen Apostel, aber keiner weiß es wirklich. Also es gibt zig Ausführungen. Ja klar, dieser Mann war im Hintergrund tätig und hatte den Urchristentreff, die 12 Apostelzeche, zur Verfügung gestellt und musste im Geheimen bleiben. Und erst als es um die Übergabe des Leichnams ging, weil sie wieder in die Zeche geführt werden soll, in die Heilräume dort, die man ja heute nachweisen kann, in die Heilräume, da musste er einschreiten und den Leichnam von Jesu Christi bitten, der auch überlebt hat. Und was glaubst du, warum mittlerweile über 20 Länder diese Zeche kaufen wollen? Warum sich Firmenkonsortien zusammentun, um die 12 Apostelzeche zu übernehmen? Warum der israelische Geheimdienst Interesse an dieser Zeche hat?
Was ist Warum das der für eine, Vatikan? was ist eine Zeche? Die 12 Apostelzeche im Kloster Neuburg bei Wien. Sehr interessant. Was versteht man unter diesem Begriff Zeche? Das ist im Prinzip, man sagt Zeche dazu, es ist eine unterirdische Höhle auf einer einzigen Ebene, 12.000 Quadratmeter, voll ausgebaute bewohnbare Fläche. Und dann nochmal eine Ebene mit 12.000 Quadratmetern, eine zweite unten drunter, und dann nochmal eine dritte mit 12.000. Die Bodenradarmessungen hören bei 60 Metern auf. Man vermutet, dass es 7 Ebenen und auch mehr geben könnte. Es ist unglaublich. Dr. Professor Röhrig, da verweise ich auf Dr. Kusch, Heinrich Kusch, wenn ihr euch dann näher informieren wollt, bei YouTube gibt es tolle Videos. Der hat diese Forschung getrieben in Kloster Neuburg bei Wien. Und überlegt euch mal, nur diese 3 Ebenen haben schon 42.000 Quadratmeter voll ausgebaut. Es gibt dort Räume mit Kristallen drin, wo Heilenergien sind. Es gibt astronomische Stätten. Die Templer haben dort gewirkt schon. Und. Und das Kloster nebendran, das große Kloster Neuburg bei Wien. Professor Dr. Röhrig war der Archivar und Professor an der Uni in Wien. Sehr berühmt, gut gesettelt. Der hat zig Tonnen dieses Materials übersetzt ins Deutsche aus dem Lateinischen. Dort geht ganz klar hervor, dass das der Urchristentreff war, der Ur-Ur-Urchristen, der allerersten Christen, die es gab. Und dass dort Handel mit Innererdevölkern betrieben wurde. Die Kirche nennt die Völker sogar beim Namen, wo die Portale sind. Und im 16. Jahrhundert hat die Kirche die ganze Zeche, dieses System, diese Höhle zugeschüttet, hat 6 Jahre dafür gebraucht. Überlegt ihr das mal. Und da gibt es ganz, ganz tolle Berichte, Bilder, Videos drüber. Schaut es euch mal an. Es ist sehr erhellend, sehr erleuchtend. Und direkt neben der 12-Apostel-Zeche tatsächlich ist ein Berg, der heißt Ölberg. Und auf diesem Weg zu diesem Ölberg von dieser Zeche ist die Passion Christi in lebensechten Figuren nachgestellt. Die Kirche weiß es auch. Und die Kirche weiß, was dort passiert ist. Und deswegen wollen sie alle an diese Zeche jetzt dran. Sie wollen die Geheimnisse, dass sie nicht ins Tageslicht kommen. Wenn dort weitergegraben wird, kommen Dinge ans Licht, die vielleicht nicht gesehen werden sollten von manchen oder wo man es nicht möchte. Man hat so schon sehr viel gefunden. Und es gab auch schon Attentate, Versuche auf den Besitzer der Zeche. Ist ein Privatbesitz, Gott sei Dank. Und ganze Firmenkonsortien wollen das Ding übernehmen. Kanadische Ölbohrfirmen, Erdbauunternehmen, der Vatikan, Israel, alle zeigen Interesse, die Zeche kaufen zu wollen. Warum mache ich das, wenn da nichts drin ist oder nichts dahinter steht? Die wissen um die wahre Geschichte. Die wissen die wahre Geschichte der Bibel, glaub mir es. Die wissen es alle im Vatikan und auch in anderen Institutionen. Ja? Das, was da Judentum, Christentum und Islam betreiben, ist ein Spiel, nichts anderes. Sie sind in Wirklichkeit keine Feinde, wie man sich das so vorstellt. Sie wissen, dass sie eigentlich im Grunde genommen alle einer einzigen Quelle entspringen. Ja? Es geht nur um Macht, Steuerung und Separierung der Menschheit. Ja? Und es ist doch das Einfachste der Welt, den Islamisten zu bestücken mit Bomben und irgendwo in den Westen zu schicken und sagen, da warten 72 Jungfrauen auf dich im Himmel. Dass die Jungfrauen vielleicht schon 80 sind, weiß er vielleicht nicht, ja. Und dann die Zahl 72 vor allen Dingen, ne? Die haben ja 72 weitere Sternbilder neben den 12 Haupttierkreiszeichen am Himmel. Die 72 ist eine biblische Zahl. Da warten nicht wirklich 72 Jungfrauen auf dich. Aber man kann den Leuten natürlich viel erzählen. Und das ist der Punkt. Und damit kontrollieren. Ja, was mich halt so ein bisschen verwundert ist, dass ja für sehr, sehr viele Menschen auf dieser Erde ist ja die Bibel immer noch, obwohl es ja mittlerweile ja relativ bekannt ist, dass es da sehr, sehr viele Unstimmigkeiten gibt, ist trotzdem die Bibel immer noch das Buch, nach dem gelebt wird, nach dem Glauben ausgerichtet wird. Das ist immer noch so fast etwas, was so unantastbar ist, ne? Ich glaube, die Bibel ist, glaube ich, auch das meist verkaufte oder produzierte Buch der Erde. Wie erklärst du dir das, dass sich das trotzdem, dass das immer mehr auch klar wird und sich zeigt, dass es trotzdem sich so hartnäckig hält? Es ist schwierig, alte Glaubensmuster abzulegen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, auch aus dem irdischen Hier und Jetzt. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich dieses Buch schon
die Energie von wirklich herausragenden Menschen beinhaltet, die wirklich auch gelebt haben. Maria Magdalena hat gelebt. Jesus hat gelebt und alle Apostel haben gelebt und viele andere auch. Und diese Faszination, die das auf den Menschen ausübt, dürfen wir nicht verkennen. Diese Faszination, die das auf den Menschen ausübt, ist verständlich und nachvollziehbar. Aber jetzt sag mal jemandem, der mehr über Jesus oder Maria Magdalena erfahren will, welche Bücher er zu lesen hat. Die Bibel ist nun mal das, das jeder kennt. Und selbst dann, ich hatte wieder vor kurzem einen Kommentar bekommen, wo einer mich mit irgendwelchen, entschuldigen den Begriff, stupiden Bibelsprüchen, die eh verdreht sind zum Teil, mich belehren wollte bei meinen Kommentaren. Und dann hatte ich in einem Interview letztens klipp und klar gesagt, ich glaube, letzte Woche war es bei irgendeinem Kongress, ich habe so satt. Ich rechtfertige mich für nichts. Ich sage euch nur eins, bevor jemand, nicht wie ich, sämtliche apokryphen Evangelien und alten Schriften gelesen hat, um selbst sich ein eigenes Bild zu machen, ein eigenes, mit dem spreche ich darüber gar nicht mehr. Mit dem diskutiere ich auch nicht, weil der lebt in einem vorgefertigten Scheuklappenmuster, aus dem er erstmal ausbrechen muss. Und das muss er selbst tun. Das muss er selbst erkennen. Zu sagen, Moment, okay, jetzt habe ich zur Bibel gefunden, ich finde die ganz gut, aber was gibt es denn da noch? Es gibt doch nur die vier Evangelien, die übernommen wurden. Jetzt gibt es doch 27 insgesamt. Ja, warum mache ich mir nicht die Mühe, die zu lesen? Oder jetzt mal zwei oder drei? Ich empfehle euch zum Beispiel mal für die, die es interessiert da draußen, das geheime Buch des Johannes, bei dem Jakobus und Johannes Jesus Fragen stellen. Da geht es auch um Wiedergeburt und Reinkarnation an unzähligen Stellen. Ihr könnt an einem Abend, das dauert eine Stunde, das Evangelium von Thomas lesen, das niemals in die Bibel Einzug finden konnte, weil es zu häretisch für die Kirche ist. Das auch über die Reinkarnation und andere sehr wichtige Dinge spricht. Lest doch zum Beispiel mal diese Dinge oder die Pistis Sophia. Das Evangelium des vollkommenen Lebens. Das Evangelium von Maria Magdalena. Und. Und da gibt sich neue Puzzlesteine für euch. Es ergeben sich neue Bilder der Selbsterkenntnis. Wenn ihr das nicht machen wollt, ja, dann mach ich's euch einfach. Ich hab's doch für euch schon gemacht. Okay? Wäre der einfachere Weg. Aber auch ich bin ja ein subjektiver Schreiber. Jeder Schreiber ist immer subjektiv. Du kannst nicht objektiv schreiben. Das geht gar nicht. Selbst ein Tathergang ist immer subjektiv, ne? Von jedem anders beschrieben. Das heißt, wenn die Leute dann zu mir sagen, ey, wo ist deine Quelle? Ja, du kennst das Problem, ne? Dann sage ich, weißt du was? 40 Jahre, 1000 Bücher, 100.000 Stunden Recherche, Rückführungen, Gespräche mit Channelings, mit geistiger Welt, eigene Gespräche. Welche Quelle hättest du denn jetzt gern? In dem Moment müsste ich sagen, ich bin die Quelle, die Essenz des Ganzen. Das sind diese, wo steht's geschrieben, Sucher? Aber wer sagt, dass das richtig ist, was da geschrieben steht? Ah, richtig. Ja. Genau, das ist das Nächste. Ja, also. Und deswegen auch wieder vertraut da auf mehr auf ihre Intuition. Ich habe tatsächlich die tollsten Reaktionen auf die Bücher immer von Menschen, die einen Abgleich vom Herzen zu ihrem Verstand machen, mit ihrer Intuition arbeiten. Sie fühlen die Wahrheit in den Büchern. Wir haben zig Menschen, die weinen, die brechen zusammen, die finden wieder zu Gott durch Jesus und Thomas Bücher oder durch Moses. Und das ist so herzerwärmend für mich und das tut mir so gut, dass ich merke, deine Arbeit ist es wert, gesehen zu werden für andere Menschen, weil sie hilft ihnen. Und das ist das eigentliche Ansinnen, warum ich es tue. Weil mein eigentliches Bewusstsein, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, wie auch du, uns sagt man immer ein gewisses Stück Ego nach. Gar keine Frage. Aber einer muss es doch verkünden. Einer muss doch sprechen mit den Menschen da draußen. Wofür haben wir denn diese Medien? Dafür sind sie da und sie sind wichtig. Und es geht ja nicht darum, dass ich mich jetzt in den Vordergrund schiebe, weil ich habe es ja nicht geschrieben. Es wird ja durch mich geschrieben. Aber es geht um die Botschaften dahinter und es geht darum, dass ihr hineinspürt, dass ihr die Wahrheitsgehalt für euch selbst erkundet. Wir haben Menschen, die haben immer wieder Bilder bekommen, Erinnerungen, auch an alte Leben auf einmal, weil sie gemerkt haben, oh, bei dem einen oder anderen Geschehen, das war ich ja dabei. Und das macht es wahnsinnig toll und so vielfältig die Arbeit. Ja? Und wenn die Menschen da draußen die Resonanz einfach auch leben. Ja, und wir haben ja auch alle
also was ja auch ein ganz wichtiges Element ist, ist, dass wir uns bewusst immer wieder daran erinnern, dass wir, also dass alles Wissen ja auch in uns lebt. Also dass wir auf einer anderen Ebene, nicht auf dieser Persönlichkeitsebene oder auf dieser Tagesbewusstseinsebene, auf der anderen Ebene, auf der Seelenebene, haben wir ja Zugang zu allem Wissen und wir wissen intuitiv, was richtig und was falsch ist. Und das ist ja, wir leben ja, ne, aktuell in dieser Welt, die ja so sehr von Wissenschaft und Materialismus geprägt ist. Und dann geht es immer um, ne, wer irgendwo Studien zitieren kann, dem glaubt man die Dinge. Ne? Also wird überhaupt nicht darüber nachgefragt, wie sind vielleicht irgendwelche Studien entstanden, wer stand dahinter, wer hat das finanziert und so weiter. Das heißt, nur eine Studie zu zitieren, sagt erstmal überhaupt nichts. Aber die meisten Menschen haben ja verlernt, den logischen Menschenverstand zu benutzen und die Intuition, also dieses innere Wissen, was immer da ist. Und wir wissen die Dinge. Also zum Beispiel, als September 11 war und ich habe diese Bilder gesehen, ich wusste sofort, dass es nicht stimmt. Ich wusste intuitiv sofort, irgendwas ist da richtig faul. Dann habe ich halt aufgrund dessen mich eben auf den Weg gemacht und da angefangen, ganz viel zu recherchieren und habe sofort auch andere Informationen gefunden. Und so ist das ja mit ganz vielen Dingen auch. Und So, und heute spricht keiner mehr drüber. Das ist das Schlimme. Eigentlich, wo heute fast jedes Kind weiß, das war eine False-Flag-Attack, müsste man doch alle damaligen Verantwortlichen heute wirklich vor das oberste Kriegsgericht schicken und verurteilen. Aber du siehst, wie stark der Verdrängungsmechanismus der Menschen ist, die Wahrheit durchsetzen zu wollen oder zu erfahren. Das ist Wahnsinn. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, was uns so erzählt wurde und was wirklich göttlich wahr ist, dann kommt man ja zu dem Schluss, dass alles verdreht wurde. Ne? Dass in dieser Gesellschaft, in diesem System wirklich, es wurde kein einziger Bereich ausgelassen. Die Wahrheit wurde in allen Bereichen verdreht. Und so kann man sich, ob es bis hin zum Zweiten Weltkrieg, du kannst wirklich alles nehmen. Ne? Und Ich glaube, ein Beispiel. wenn man das einmal Yes. verstanden hat, Natürlich. dann wird man sich ja nie wieder irgendwas erzählen lassen, weil man wird einfach alles hinterfragen. Ich sage dir mal ein Beispiel, zum Beispiel über das Thema Archäologie und moderne Wissenschaft und Studien. Wenn du alleine schon nur über einen gewissen Pharao, sagen wir mal, eine Information auf Wikipedia Deutsch holst und dann auf Wikipedia Englisch, dann auf Wikipedia Spanisch, hast du drei verschiedene Jahreszahlen der Regierung. Ach, komm. Die Regierungszeiten tendieren teilweise um 40, 50, 60 Jahre. Überleg dir das mal. Das ist ein ganzes Menschenleben. Da sind die sich alle nicht einig. Aber das, was wir lesen, ist immer das, auf was man sich geeinigt hat. Es muss nicht die Wahrheit sein. Darum geht es, das zu verstehen. Weißt du, dann produzieren die eine Netflix-Serie. Ich nenne keinen Namen, wer es war, recherchiert selbst. Eine Netflix-Serie über Kleopatra, in der sie schwarz, als Schwarze dargestellt wird, als Schwarzafrikanerin, als Farbige, entschuldige bitte. Wir müssen ja politisch korrekt bleiben. Ja, als anders koloriert. Ich will niemanden diffamieren, darum geht es nicht. Es geht nur um die Wahrheit einfach, nur verdammt nochmal. Die Produzentin ist eine Farbige. Komm. Die Archäologen, die man dazu nimmt, sind Gekaufte, die alle sagen, sie ist schwarz. Ja, das ist einer von tausend, der das behauptet. Und die, einer von tausend, die haben es halt immer genommen für den Film. So entsteht eine Richtung der Denkweise. Die Jugendlichen schauen das und denken, das stimmt. So, von alten Reliefs wissen wir, dass sie rotbraun war. Rothaarig. Ja, warum? Ganz klar. Sie entstammt dem Geschlecht der Ptolemäer von Alexander dem Großen. Die war alles andere als schwarz. Die Ptolemäer waren Griechen. Besser gesagt, keine Griechen. Sie waren ja aus, na, wie hieß das Land nochmal? Makedonien. Ja, Makedonen sind nicht immer gleich Griechen, da gibt es auch Diskussionen drüber. Die Griechen hatten selbst ein Problem, in der makedonischen Armee zu dienen, aber die Historie will heute Griechen und Makedonen gleichsetzen. Also, ihr seht, es gibt immer Unterschiede. Dann ist es so, dass zum Beispiel Nofretete, wir kennen unter Nofretete, als Pharaonen zum Beispiel, die Frau von Echnaton, historisch sehr wichtig, ne? Die kannte Jesus auch, in anderer Form. Jetzt geht es weiter. In Mithanien, wo sie herkam, ihr Geburtsland, sie war Mithanierin, hieß sie Tabuhepat oder so ähnlich. Taduhepat. Taduhepat.
Bei den Hethitern wurde sie wieder anders genannt. Jedes Land hatte einen eigenen Namen für diesen Herrscher. Wir können, es macht es schwierig, weil so viele verschiedene Namen für eine Identität verwendet werden. Und deswegen gibt es tausende von Diskussionen darüber, war Nofretete Taduhepat, war sie die Vorgängerin, war sie die danach? Es ist sich niemand wirklich einig. Niemand. Wenn du jetzt aber eins tust, und da kommen wir wieder in dieses schräge Zeugs rein, und Nofretete bei dir im Wohnzimmer sitzt, ihre Seele, und sich mit dir unterhält und sie dir erzählt, was wirklich geschehen ist, und du danach die Daten überprüfst und in die Historie reingehst, dann kriegst du so große Augen, weil alles stimmt. Die geistige Welt weiß es manchmal besser, wenn nicht sogar meistens. Du kannst alle Bücher dieser Welt verbrennen und vernichten. Da oben ist die Wahrheit geschrieben. Noch besser, weil das morphogenetische Feld auch nicht alle Informationen preisgibt, nur wenn die Menschheit dafür bereit ist. Wenn es um einen Protagonisten geht, wie Moses, Noah, und der dir selbst erscheint und was erzählt, und er sieht, der Wahre auch ist, dann wird es sehr interessant. Ich gebe dir ein Beispiel. Nur so ein Ding. Man erzählt, dass Abraham 2000 vor Christus gelebt hat. Das kann nicht sein, weil die Amoriter, die zeitgleich lebten, gibt es erst seit 1380 vor Christus. Das wissen auch die Bibelleute. Warum ignorieren die das? So, der Urenkel von Abraham, da kam er danach, kam der Isaak, einer von seinen Kindern. Der zeugte ja den Jakob, den wir als Israel kennen, der umbenannt wurde. So, nicht geschehen. Der hatte einen Sohn, der hieß Josef. Und dieser Josef mit PH gerät in ägyptische Gefangenschaft. Hat sich aber hochgearbeitet zu einem Wesir, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Geschichte stimmt so auch nicht ganz. Und dann bekommt er ein Land zugesprochen, das Land Gosen in der Bibel. So. Das Land Gosen, das hieß auch das Land von Ramses. Im Moment, dann muss es doch zur Zeit von einem Ramses-Pharao gewesen sein. Und die gibt es erst seit 1292 vor Christus, die Ramesiden. Hä? Das muss doch die Archäologen wissen und die Bibelwissenschaft, frage ich mich dann, wenn ich da sitze. Man will es einfach nicht verkünden, dass es zu einer ganz anderen Zeit gespielt hat, nämlich im 13., 14. Jahrhundert. So, dann habe ich mir die Mühe gemacht, die ganze Bibel durchforstet, die Generation, die Genealogie, die Historie geprüft und ich kam auf ein Geburtsdatum von Abraham von 1460 vor Christus. Bei Isaak von 1380 vor Christus. Ich bin 700 Jahre später dran. Als Einziger. Aber was soll jetzt daran sein, dass ich richtig liege oder falsch? Warum soll ich es jetzt richtig machen? Denn alle Historiker sind falsch. Weil es stimmt. Wir haben das alles gegengecheckt. Auch mit den historischen Geschehnissen in Italien, in Haran, in Ur, in Babylon. Wenn wir dieses Jahr nehmen, dieses Jahrzehnt, dieses Jahrtausend, dieses Jahrhundert, passen alle Puzzleteile auf einmal ineinander. Und dann finden wir sogar die falsch benannten Protagonisten mit bürgerlichem Namen, wir finden sie auf einmal. Und das ist das, warum man das falsch erzählt. Man will nicht, dass wir die Wahrheit rausfinden. So, und dann sitzt Kleopatra, also ist Nofretete bei uns und erzählt uns, sie kannte Isaak und Rebekka. Und wir so, hä, was? Die kannte die Kinder von Abraham? Und ich wusste nicht mehr, wann Nofretete und Echnaton lebten. Ich kann es dir nicht sagen. Es war einfach die Info, die wir hatten. Nofretete kannte Isaak und Rebekka. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe jetzt schon knapp 400 Seiten über Isaak und Rebekka und Abraham geschrieben. Und dann kam diese Information von Nofretete. Und sie sagte, sie kannte Isaak. Jetzt muss ich gucken, weil bei Nofretete weiß man, wann hat sie gelebt. Und dann muss ich das jetzt abgleichen. Und wenn ich jetzt ein anderes, nicht mögliches Datum, ein anderes Jahrhundert zum Beispiel, feststelle, kann ich mein ganzes Buch in die Tonne treten. Das ist meine ganze Arbeit von Tausenden von Stunden für die Füße gewesen. Komplett. Ich habe echt gezittert, sage ich dir, habe Angst gehabt, das nachzuschlagen. Also, bitte lass die Hand, bitte lass diese ganzen Recherchen nicht umsonst gewesen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig lag und dass es stimmt, war unglaublich gering. Bei so einer großen Spanne. Und tatsächlich, das Geburtsdatum von Nofretete und Echnaton ist fast identisch, bis auf wenige Jahre, 3, 4, 5 oder 10 Jahre, von dem, das ich für Isaak vorher gesagt habe.
Und dann sitzt du da und dann kannst du nicht mehr zweifeln. Es geht nicht mehr. Du kriegst so eine gefährliche Information, wo du genau weißt, die schmeißt jetzt alles über den Haufen, was du jemals recherchiert hast. Die ganze Geschichte. Wenn das jetzt nicht stimmt, ist das Ding im Eimer. Und dann guckst du nach und du hast wirklich eine Punktlandung gemacht. Und wenn du dann so 50 solcher Begegnungen hast oder 50 solcher Erlebnisse, die dir diese Zeit bestätigen, dann weißt du, du kannst nicht falsch liegen. Es geht irgendwann nicht mehr, weil es lässt keinen Spielraum mehr. Ja. Selbst wenn ich danach suche, war es doch wann anders. Und wenn ich die richtige Zeit habe, auf einmal fangen an, die Bausteine zu fallen. Das ist das Interessante. Es fangen an, die historischen Bausteine zu fallen. Und dann wird die Geschichte von Josef, von wegen die Brüder wollten ihn böse, haben ihn in den Brunnen geworfen. Die Araber haben ihn dann verschleppt als Sklaven, nach Ägypten verkauft. Und da ist er dann im Gefängnis verrottet. Und weil er so ein toller, ja, er konnte Traum deuten. Weil er so ein toller Traumdeuter war, wurde er irgendwann zum Wesir Ägyptens. Hey, Leute, bitte. Wer will mir die Geschichte verkaufen? Das ist doch sehr schlecht erzählt. Und dann gibt es tatsächlich einen Papyrus de Ordinae aus Ägypten, einen uralten Papyrus, Jahrtausende vor Christus, wo diese Geschichte als Märchen erzählt wird. Das heißt, dieser Josef hat schon existiert, das stimmt. Aber dem hat man eine Geschichte eines ägyptischen Märchens übergestülpt und nichts anderes. Und Gott, das macht es so schwer, die Unterscheidung zu finden, das Unterscheidungsvermögen zu haben. Hat er gelebt? Hat er nicht gelebt? Wann hat er gelebt? Welche Geschichte ist wahr? Welche ist falsch? Was haben die erfunden? Was ist gelogen? Was ist richtig? Das macht es schwierig. Aber wenn du dann so Geschichten entdeckst, dann lachst du einfach nur noch und sagst, Alter, das ist doch die Geschichte von Josef. Ja, 1:1. Ja, und warum sollte der beim Pharao empfangen werden und zum größten Wesir Ägyptens werden? Ja, vom Sklaven. Ja, da ging es wieder darum, ein Volk zum tollsten der Welt zu machen. Ja. Das ist Agenda, die da hinten dran ist. Er hat das Land bekommen vom Pharao, das stimmt. Und er war auch Visier des Pharaos, aber weil er selbst königlicher Abstammung war aus Mitannien, da wo die Pharaonen herkamen. Hey, das war ein Verwandter. Und das wollen die uns halt nicht erzählen. Es war halt kein Hebräer, es tut mir leid. Ja? So, und wenn du in die Zeit richtig in die Zeitschiene reinklickst, wo in die richtige Zeitschiene, findest du es auch, die Geschichte. Wie der dann flieht und nach Ägypten geht und da in Ägypten verweilt und irgendwann sein eigenes Land zurückkriegt, ja? Du findest genau die gleiche Geschichte, ja? Nur hat nicht als Märchen erzählt. Bisschen realistischer. Ja, es ist Von sehr, daher, sehr spannend. es ist eine spannende und eine schöne Arbeit gleichzeitig. Ja, das glaube ich. Ja, wir sind jetzt an der Zeit, unser super spannendes Gespräch abzurunden. vielen Dank, dass du dieses Wissen mit uns teilst. Ich finde es auch faszinierend. Ich könnte dir noch ewig zuhören. Aber das holen wir nach. Gerne zum anderen Termin. Erstmal, ja, einfach danke, dass du diese Arbeit machst und dass du ja diesen Bereich, dass du die Wahrheit oder das Licht der Wahrheit eben in diesen Bereich bringst, so wie viele andere das Licht der Wahrheit in die anderen Bereiche bringen, wo wir eben manipuliert wurden. Und sehr wertvoll, bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare, ihr Lieben. Das ist ja hochinteressant. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen und schaut euch auch die Infos unter diesem Beitrag an. Ja, lieber Hans-Peter, dann nochmal vielen Dank, ganz liebe Grüße nach Paraguay. Und bin gespannt auf dein nächstes Buch, wann das rauskommt. Abschließende Worte von meiner Seite. Er verzeiht es mir bitte. Ich weiß, wenn ich einmal im Redefluss bin, kann ich nicht mehr aufhören. Warum? Nicht, weil ich mich gerne reden höre, wie viele sagen, sondern das ist die pure Begeisterung und das Feuer der Begeisterung, das durch mich spricht. Und ich bin da manchmal nicht zu bremsen. Und ich weiß, auch das, was wir heute an Informationen geteilt haben, Matthias, da könnte mancher das Video sich, glaube ich, dreimal ansehen und hat noch ein paar neue Informationen für sich, die er rausziehen kann. Wenn es dafür gut ist, dann war es richtig. Wie auch immer, ja, jeder wird mit Sicherheit irgendeinen Satz, irgendeine Botschaft, irgendeine Erkenntnis vielleicht daraus gewinnen können, die für seinen Prozess wichtig ist, des Erkennens, des Weiterentwickelns. Und dann ist das, was wir heute gemacht haben, mehr
als es wert ist. Da fällt mir zum Abschluss ein Spruch ein: Wenn du dein ganzes Leben lang das tust, was dein Herz dir sagt, hast du mehr getan, als jeder Mensch von dir auf Erden jemals von dir verlangen kann. Wunderbares Abschlusswort. Danke dir. Alles Liebe. Bis bald. Ciao. Ciao, Matthias. Danke. Gottes Segen. Und euch Danke. da draußen auch. Thank you.